Hey Leutchen und damit herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Kochi und heute bekommen wir und spielen wir und wir steigen mal aus. Und gucken uns mal hier ein bisschen um. Da hinten ist was. Was stand da gerade da? Ich habe es gerade nicht ganz gesehen. Aber da liegt eine Zeitung. So, ich finde die immer noch dick. Dafür, dass sie so voll digital ist, ist die echt übersichtlich. Nein, nicht übersichtlich, die ist groß. Okay. Schöne Aussicht, hm? Ich war sehr oft hier. Früher. Wann früher? Sie sagten, ich war sehr oft hier früher. Wann früher? Früher. Ja, eben. Darf ich Sie etwas Persönliches fragen, Lieutenant? Sind eigentlich alle Androiden so verdammt neugierig oder nur du? Warum wollen Sie sich unbedingt umbringen? Manche Dinge kann ich nicht vergessen. Egal, was ich tue, sie sind immer da. Sie fressen mich auf. Und ich bin zu feige, um abzudrücken, also bringe ich mich jeden Tag ein bisschen um. Das ist für dich ganz schön schwer zu schlucken, Connor, was? Mit Rational kommst du da nicht weiter. Wir machen keinerlei Fortschritte bei der Untersuchung. Die Abweichler haben nichts gemeinsam. Es sind verschiedene Modelle, weder gleichzeitig produziert, noch am gleichen Ort. Tja, etwas muss es geben. Wir machen mal kurz das hier. Was sie gemeinsam haben, ist diese Besessenheit von RA9. Es ist fast so eine Art Mythos. Etwas, das sie erfunden haben und nicht Teil des Originalprogramms ist. Androiden, die an Gott glauben. Verdammt, wo soll das noch enden? Sie wirken nachdenklich, Lieutenant. Hat es etwas damit zu tun, was im Eden Club passiert ist? Diese beiden Mädchen. Sie wollten nur zusammen sein. Sie schienen sich zu lieben. Sie wirken bedrückt, Lieutenant. Diese Maschinen scheinen sie beeindruckt zu haben. Was ist mit dir, Connor? Du siehst aus wie ein Mensch, klingst wie ein Mensch. Aber was bist du wirklich? Ich bin, was immer sie möchten, Lieutenant. Ihr Partner? Ihr Kumpel für die Bar? Oder nur eine Maschine, die eine Aufgabe erfüllt? Du hättest die Mädchen erschießen können, hast du aber nicht. Warum hast du es nicht getan, Connor? Waren da etwa vielleicht plötzlich Skrupel in deinem Programm? Nein. Ich entschloss mich einfach nicht zu schießen. Das ist alles. Aber hast du Angst zu sterben, Connor?
Sie sollten das nicht tun, Lieutenant. Mich zu zerstören würde den Fortgang der Untersuchung gefährden. Oh. Und sich negativ auf Ihre persönliche Situation auswirken. Was passiert, wenn ich jetzt abdrücke? Hm? Nichts? Nur Dunkelheit? Androidenhimmel? Oh. Ich glaube nicht, dass es einen Himmel für Androiden gibt. Jetzt bist du schon bei Glauben, Connor. Sicher, dass du kein Abweichler bist? Ich teste mich regelmäßig. Ich weiß, was ich bin und auch was nicht. Wo wollen Sie hin? Noch mehr trinken. Ich muss nachdenken. Ach, so ein Mist. Ich dachte, wir sind auf einem guten Weg und dann ist das wieder gesunken. Das ist schade. Oh, es war schon. Ging ja erstaunlich schnell. Was fehlt da? Logisch bleiben? Aber da, egal was wir gemacht haben oder gesagt hätten, es wäre immer der gleiche Weg. Nee, es hat noch eins gegeben, was nach unten geht. Ich glaube, er hat noch geschossen. Okay. Na gut. Immer noch angespannt. Skeptisch. Und ja. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir es mit wieder Schluss. Ging recht schnell. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Gerne kommentieren, abonnieren und wieder einschalten. In diesem Sinne. Vielen Dank.